Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial auf meinem Kanal. Und heute, ihr seht schon, ich habe einen Shader drin. Welcher Shader? Das ist der Complementarity Shader. Ich habe den gerade in der Version 4.0.2, gibt aber schon 4.3.3. Wie dem auch sei, heute geht es aber nicht um den Shader an sich, sondern ihr seht es ja hier selber, da hier diese Minecraft Outline, die Block Outline, die ist ja standardmäßig schwarz. Sowohl mit Shader als auch ohne Shader. Man kann es mit Resource Packs ändern, aber wenn man Shader drüber legt, dann wird es halt wieder Standard. Und schwarze Blöcke, insbesondere schwarzen Beton, sieht man ja nicht. Zumindest die Outline sieht man mal so gar nicht. So. Und ich denke mal, ihr wisst, wie man einen Shader installiert. Beziehungsweise Optifine. Ansonsten sucht einfach danach und kommt dann zum Video zurück. Auf jeden Fall geht es heute darum, wie ihr diese Outline hier in dem Shader, den ich benutze, ändern könnt. Dazu, Link ist übrigens unten in der Beschreibung von dem Shader, leitet euch auf diese Seite hier, auf CurseForge. Hier ganz rechts, hier unscheinbar, da habt ihr den Download-Link und dort findet ihr dann, wie gesagt, den Shader. Ihr geht auf jeden Fall erstmal Options, Grafikeinstellungen, Shader, wählt dann den Shader aus, geht dann hier unten rechts auf Shader-Optionen bzw. Einstellungen, geht hier dann auf Other, also auf anderes Zeug, geht hier dann auf Selection Outline Settings. Hier klickt ihr dann nicht auf den Default Mode, sondern auf den Select Modus. Das ist der hier, steht hier auch. Und hier könnt ihr jetzt Rot, Blau und Grün einstellen, also wie viel Anteile von der jeweiligen Farbe in der Outline verbaut sein sollen. Standardmäßig sind es halt diese Werte hier. Man kann auch noch die, ich sag mal, Glühstärke ändern. Kann ich gleich mal zeigen. Auf jeden Fall, ihr könnt hier einstellen, wie viel die Outline von welcher Farbe halt haben soll. Ich persönlich bevorzuge Grün, weil man das ziemlich gut sieht. Deswegen drehe ich hier Rot und Blau auf 0. Und drehe Grün, könnt ihr eigentlich auch so lassen, aber ich drehe es hier auf 255 hoch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel noch das I hier, also das unter dem Grün, wenn ich das jetzt noch auf, sagen wir, ich setze es mal auf 3 und dann auf fertig. Dann dauert das jetzt einen kleinen Moment. Und dann seht ihr hier schon im Hintergrund ganz leicht, die Outline hat sich geändert. Zack, zack. Und dann seht ihr hier schon, jetzt habe ich eine glühende grüne Outline. Das meinte ich, man kann hier das Glühen ändern. Ich persönlich bevorzuge aber einen etwas vanillerischen Look. Kann man das so sagen? Vanillerisch? Deswegen setze ich den Wert wieder auf 1 zurück. Bisschen schwierig. So. Dauert jetzt wieder einen kleinen Moment. Und so kann man die Outline ändern. Ihr seht, ich habe hier auch grünes Gras. Gut, jetzt hier ist Sonne, da sieht man das recht schlecht, aber man sieht es auch hier ganz gut. Da sieht man die Outline. Und jetzt kann man perfekt hier den schwarzen Beton verbauen oder auch abzählen. Also ihr seht schon, das ist mit einer grünen Outline viel besser. Wenn ihr aber keinen Shader verwenden könnt, weil euer PC zu schwach ist oder ihr auch keinen Shader verwenden wollt, dann lege ich euch mein Resource Pack nahe, das auch in der Beschreibung verlinkt ist.
Denn wenn ich jetzt mal den Shader ausmache, dauert einen kurzen Moment. Dann seht ihr schon hier hinten die Schatten, die sind alle weg. Ich habe den hier erstellt, dieses Pack. Das ist das Dark and Green GUI 1.18.1 Pack. Wichtig, 1.18.1, 1.18 nicht nehmen, 1.18.1, weil in der 1.18er Version ist das Feature nämlich nicht drin. Ihr schmeißt das in den Resource Pack Ordner und dann habt ihr hier die gleichen Menü-Sachen, so wie ich, in der gleichen Farbe. Und auch hier habe ich es eingebaut, dass die Outline grün ist. Sieht ein bisschen anders aus als bei meinem Shader, weil der Shader noch ein bisschen Schatten hin und her wirft. Und Minecraft hat an sich ja keine Schatten. Aber ja, auch mit dem, ich sag mal, Vanilla-Shader, weil da muss das Licht auch berechnet werden. Plus meinem Resource Pack seht ihr hier auch die grüne Outline. Das ist also auch sehr gut, falls ihr keinen Shader verwenden wollt. Falls ihr aber den Complementarity Shader verwenden wollt, wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, weil ich bin definitiv nicht die einzige Person, die das stört, dass die Outline so dünn und schwarz ist. Und ja, wenn euch das Video gefällt, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, denn ich mache regelmäßig Videos. Von Montag bis Sonntag kommen die Woche immer 4 Stück. Und für weitere Infos könnt ihr gerne den Link in der Beschreibung abchecken oder im Kanalbanner, denn da gibt's auch Discord. Dort poste ich immer etwas, wenn es Komplikationen gibt oder wenn es ein neues Video gibt. Da seid ihr dann immer auf dem Laufenden, was das angeht. Und ja, wenn ihr noch andere Leute kennt, die dieses Problem haben, dann teilt doch gerne das Video. Und ich sage, genug Eigenwerbung. Und ciao. Ciao. Leute.